Tilbuin. Noch mehr Hammerschiffe, die wir losschicken können. Da kommt wieder eine ganze Armee von Schiffen, von gegnerischen. Ja. Skepan. Tilbuin. Also ja, so leicht lässt sich unsere Truppe nicht mehr, unsere Marine nicht mehr unterkriegen. Tilbuin. Skepan. Nur das Transportschiff, das ist da nicht so gut aufgehoben. Ein Jörmungandal. Jau. Skepan. Jau. Skepan. Wer ist da? Jau. Okay, der hat eine meiner Hammerschiffe versenkt. Und ja, ich nenne sie jetzt einfach Hammerschiffe, weil sie eben Hammerschiffe sind. Jau. Ich habe nur noch zwei davon. Das ist ärgerlich. Drei von denen. Und der Rest in die da. Und einen von denen hinterher. Und hier drüben müsste ich eigentlich jetzt mal meine Kapazität für das Transportschiff verbessern. Jau. 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 Skepan. 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 So, Hammerschiffe. Skepan. Til jeg vil. Sagt. Jau. Jo. Läuft alles. Ah, dich nicht. Ich wollte eigentlich noch mehr von denen hier. So, da sind jetzt vier von denen in Ausbildung. Für einen weiteren Kraken reicht es leider nicht. Ich könnte meinen Kraken zum Grabenkraken verbessern. So, jetzt brauche ich Brock. Brock kann mal abliefern gehen. Und eigentlich einen Fischerkutter, einen Ersatzfischerkutter brauche ich eigentlich gar nicht. Skepan. Skepan. Tilbuin. Ich brauche eben nur die ordentliche Marine hier. Skepan. Skepan. Und sechs Zwerge. Wären auch nicht verkehrt. Ich dachte, ich hätte die Kapazität von Transportschiffen erhöht. Habe ich wohl noch nicht. So, jetzt habe ich eine kleine Marine-Armee. Mit der ich mich langsam mal vorwärts trauen kann. Skepan. Also ganz vorsichtig an dem Dorfzentrum da vorbei, das nicht besetzt ist. Tilbuin. Und jetzt müsste Tilbuin das verbessert sein. Ja, jetzt können da 20 Leutchen rein. Tilbuin. Ach ja, und meine Marine ist etwas übermütig, merke ich gerade. Die schaut nämlich in die total falsche Richtung. Stirb und du da oben auch. Es kommt von hinten noch ein Hammerschiff der Gelben. Das ist aber auch schnell Geschichte. Yay. Oh. Da kommt noch mehr Marine von den Gelben. Dann halt noch ein paar Drachenboote als Eskorte für meine Truppen. So. Schicken wir mal das Transportschiff vorsichtig mit etwas Abstand hinterher. Und frieren hier mal die Schiffe fest.
Sofern das geht. Ja. Jo, klappt. Skipan. So, Transportschiff ist angekommen. Skipan. Die sind versenkt. Vorsicht, ein Krake. Ja, der versenkt jetzt gerade eins meiner Schiffe. Skipan. Skipan. Und ja, eigentlich sind Tower-Schiffe fast nicht nötig hier. Weil meine Drachenschiffe dank des Upgrades viel mehr reinhauen können. Und ja, hier müssen wir an Land. Wenn ich das Ding finde. Und ja, da ist wieder ein Kraken. Der ist allerdings nicht so der Rede wert. So. Den Eisbären, dass er uns nicht die Zwerge tötet. Und die Fenrisbrut. Deswegen habe ich die Ragnarök-Helden auch mitgenommen. Und guckt euch mal an, wie viel. Wow, da halten wir uns raus. Wenn die sich schlagen. Ja, Feuerriese gegen Eisriese. Und ja, meine Marine, die zieht sich auch immer weiter auseinander. Skipan. Skipan. So, der Feuerriese plättet gerade alles. Also plätte ich mal den Feuerriesen. Skipan. Skipan. So, Feuerriese ist weg. Da muss noch die Fenrisbrut weg und wir können in die Mine. So. Damit haben wir bereits die. Wow, das sind aber viele Jugandaale. Aber wir haben auch schon gewonnen. Sehr gut. Okay, setzen wir gleich in die nächste Mission rein. Kampf um die Schmiede. Der alte Mann hatte recht. Eitri ist bereits hier. Auf zur Schmiede. Der Kleine soll seine Lektion bekommen. Eitri hat die Schmiede erobert. Ja, wir stehen hier ein bisschen unter Zeitdruck in der Mission. In den Höhlen gibt es nicht viel Nahrung. Fast nur Bären und Fische. Wir müssen damit auskommen. Skipan. Sagt. Ja, damit kommen wir auch aus. Skipan. Timbersweg. Ja, wir haben einen Ulf hier zum Erkunden. Was hat er eigentlich gerade gesagt? Fast nur Bären, also Bären mit E, mit Ä, nicht mit E. Skipan. Und ein paar Wildschweine. Deswegen werden wir uns auch kaum auf die Jagd konzentrieren, sondern alles über Fischkutter machen. Was die Nahrungsversorgung angeht. So, wir haben ein Dorfzentrum. Wir brauchen. Wir sollten in jedem Ding 6 Zwerge haben. Also 6 zum Gold sammeln, 6 zum Holz sammeln. Am besten wären natürlich 8. Und ja, es sind jede Menge Bären hier. Und erstmal. Ja, 6 Fischerkutter. So.
Und man sieht, wir sind dieses Mal Loki. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil wir einfach wirklich den Fehler gemacht haben und auf Skuld gehört haben. Man darf nämlich nicht vergessen, Skuld ist... Also meine Vermutung dahinter liegt immer noch, dass Skuld Loki einfach getarnt ist. Und der einfach gerne Blödsinn anstellt. Okay, hier ist schon mal kein Weg runter. Goldsammler. Erstmal hier eine Kaserne. Wo habe ich eigentlich Brock gelassen? Diesmal ist es ja Brock. Ach, da. Oh. Und der Bär macht Stress. So, wir sind im heroischen Zeitalter bereits. Loki erhöht die Sichtweite von Infanterieeinheiten. Das klingt die verkehrt. Da wir so viel Gold reinbekommen, hole ich mir gleich nochmal genug für nochmal ein paar mehr Holz- und Goldsammler. Und ja, man sieht, wir haben hier wirklich mehr als genug Fische. Und Aethir erreicht das nächste Zeitalter. Also ja, wir haben 1, 2, 2, 4, 8 Fischschwärme. Davon sind jetzt noch, wenn ich richtig sehe... sind jetzt noch einer nicht besetzt. Ja. Genau, so. Das heißt, wir kriegen Nahrung. Wir kriegen Holz. Jetzt müssen wir noch einen Weg hinunterfinden. Brock. Brock, wo bist du? Achso, dich habe ich, dich zu den Goldsammlern geschickt. Ich hätte schwören können, ich hätte Brock dahinter geschickt. Nein, da ist Brock. Kleiner Zwerg sieht man nicht. So, wir können gleich mal die Infanterie verbessern. Und sollten auch gleich mal das Langhaus selber verbessern, dass wir da bessere Truppen sammeln können. Und die Fischkutter. Ja. Sind das beides? Nein, das eine ist... Die Säge ist noch aus dem zweiten Zeitalter. Deswegen werden wir die als nächstes erforschen, dass wir schneller an Holz kommen. Weil, wie man sieht, wir haben kaum Holz. Ihr müsst mir noch einen Tempel errichten. Holz hätten wir genug und wir, Gold hätten wir genug und wir hätten einen Marktplatz. Könnten wir bauen. Allerdings nicht so dringend. Wir könnten hier einen Marktplatz errichten und die immer hin und her pendeln lassen. So. Jetzt kriegen wir 3 Affen. Wow. Nicht die beste Reliquie, aber besser als gar nichts. Dort ist noch eine Goldader. Hier hinten ist nichts. Ja, Bronzewaffen und Bronzerüstungen können wir noch. Und das wäre dann der Weg hier runter. Zu einem von Aethris Häfen. Aethri gehört übrigens auch zu Loki in dieser Mission. Komm, wir verbessern die Kavallerie. Wenn wir den Hafen hier einreißen, müssten all seine Fischerkutter uns gehören.
die dort sind? Ja, wir haben einige von Eitris Fischkuttern erobert. Ja. Also machen wir einen Hafen, der uns ermöglicht, dass... Mit dem Eber fast fertig. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, habe ich auch vor. Tilbuin. Samdikt, Jau. Samdikt. Deswegen hier ein paar Häuser, dass wir mehr Einheiten ausbilden können. So. Und in dieser Mission, da wir hier gegen Eitri kämpfen, benutze ich reguläre Truppen. Erst einmal nur ein paar. Und ja, normalerweise, wenn wir bei 4 Minuten losziehen. Oh, wir können jetzt hier die Verbesserung machen. Können hier noch ein paar Aufsergs ausbilden. Und ja, ein paar Hersen gönne ich mir.